Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs. Diesmal in Kroatien mit meinem Kumpel Christoph. Dies ist der Teil 2. Nach dem Frühstück, das wir uns im Apartment selbst gemacht haben, sind wir an diesem Tag nur ans Meer gegangen und haben einen Ruhetag eingelegt. Das Meer ist nur 80 Meter vom Apartment entfernt und liegt an der Bucht von Rogoschnica. Dort ist es um diese Jahreszeit sehr ruhig, da es bereits Nachsaison ist. Das Wetter war aber noch sehr schön und wir konnten die Sonne bei 27, 28 Grad gut nutzen. Auch das Wasser hatte ca. 24 Grad und es war schön, dort zu schwimmen. Am späten Nachmittag sind wir dann mit dem Rad in die Altstadt von Rogoschnica gefahren. Der Weg durch die vielen Apartments und Häuser schlängelt sich über kleine Wege bis ins Zentrum des Ortes. Dort befindet sich der große Yachthafen, der in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Und auf der Insel befindet sich die Altstadt von Rogoschnica. Mit dem Rad sind wir über die Brücke auf die Insel rüber gefahren. Auf der Insel gibt es zahlreiche Restaurants, die zum Essen einladen. Wir haben uns erstmals mit dem Rad die Lokale angesehen und erst im Nachhinein für ein Lokal entschieden. Auf der einen Seite die Meeresbucht, auf der anderen Seite die Lokale. Entlang der schönen Promenadenstraße haben wir zahlreiche Schiffe im Hafen liegen sehen. Der Ausblick war immer wieder schön. Und dann haben wir uns ein Fischlokal ausgesucht, das Christoph bereits kannte. Im Fischlokal Antonio hat Christoph den Chef begrüßt und wir haben uns gemeinsam eine Fischplatte für zwei Personen bestellt. Leckerer Fisch. Fische, Muscheln. Und es hat lecker geschmeckt. Danach sind wir mit unseren Rädern wieder über die Promenade zurück auf die andere Seite zum Yachthafen. Die Altstadt von Rogoschnica mit ihrer schönen Promenade direkt am Meer ist wirklich sehr schön. Genießt einfach mal kurz die Bilder. Zahlreiche Schiffe haben angelegt und die Besitzer sind in den Lokalen zum Essen gegangen. Aber auch zahlreiche heimische Bootsbesitzer haben ihre Schiffe hier. Man kann dort auch Ausflüge oder Boote mieten. Auf dem Festland sind wir dann hinüber zu dem neuen Yachthafen. Dieser wurde in den letzten Jahren weit ausgebaut, da Christoph sich noch erinnern konnte, wie nur wenige Boote vor ca. 20 Jahren hier angelegt haben. Am nächsten Morgen hat Christoph zum Frühstück noch Eier mit Speck zubereitet. Wir haben wieder im Apartment gegessen und uns für den Tag gestärkt. Diesmal waren Ausflüge angesagt. Unser Ziel war die Stadt Split. Split ist die regionale Hauptstadt in Dalmatien und hat eine sehr schöne Altstadt, die von den Römern noch errichtet wurde. Wir haben unser Auto zentral geparkt und sind in die Altstadt von Split gegangen. Zahlreiche Fußgängerzonen mit Geschäften, Lokals, Bars und auch einem Fischmarkt haben zu einer Besichtigung eingeladen. Im Fischmarkt wurde der täglich gefangene Fisch von den Fischern verkauft. Danach ging es runter ans Meer. An der großen Promenade
fahren die großen Fährschiffe ab, aber auch die ganzen Ausflugsschiffe haben hier ihren Lageplatz, von wo aus die Touristen ihre Touren buchen können. Beliebt ist die Tour mit den drei Inseln, die direkt vor Split lagern. Wir haben uns das alles zu Fuß angesehen, sind die Palmenpromenade entlang gegangen, vorbei an den schönen Lokalen bis zur alten Festung. Am Ende der alten Festung gibt es noch einen traditionellen Markt, wobei man noch hier Obst und Gemüse kaufen kann. Auch den haben wir uns kurz angesehen. Dann ging es hinein, wieder in die Altstadt und ein Teil der Festung. Die Stadt bietet so viele kleine Gassen und Wege, dass man nie das Gefühl hat, man hat immer die gleiche Straße gesehen, sondern die Vielfalt lädt immer wieder ein, neue Wege auszuprobieren. Auch wir sind die kleinen Gassen entlang gegangen und immer wieder schöne Ecken zum Fotografieren gefunden. Nachdem wir uns die Stadt in Ruhe angesehen hatten, sind wir wieder runter zum Meer gegangen. Dort haben wir uns dann auf eine Bank gesessen und haben den Leuten einfach bei ihrem Treiben zugesehen. Zahlreiche Touristen kommen nach Split. Viele Kreuzfahrtschiffe halten hier an und die Gäste besuchen die Altstadt von Split. Doch unsere Fahrt ging weiter in die nächste Altstadt von Drogir in der Nähe von Split. Auch hier gibt es eine wunderschöne Altstadt, etwas kleiner und noch romantischer. Sie ist nicht ganz so überlaufen und bietet mit ihren zahlreichen kleinen Gassen viele Lokale und Geschäfte, in die man einkehren kann. Auch wir sind durch die engen Gassen geschlendert und haben uns bei den Lokalen über das Essen informiert. Anschließend sind wir wieder an der Meeresbucht angekommen und dort befindet sich eine alte Festung. Die Promenade ist groß ausgebaut und auch hier gibt es wieder zahlreiche Lokale, wo die Besucher einkehren können. Etwas zu trinken oder essen gibt es hier in fast jedem Lokal. Die Bucht ist wunderschön und auch hier waren zahlreiche Gäste unterwegs. Nach einem kurzen Gang zu der Festung sind wir in ein Lokal eingekehrt und haben uns etwas zum Trinken gekauft. Nach einer Stärkung sind wir nochmal durch die Altstadt geschlendert. Wir haben es genossen, durch die kleinen Gassen zu gehen. Und dabei sind wir auch auf einen Eisstand gestoßen. Neben dem großen Platz bei der Kirche gab es ein kleines Eislokal, bei dem wir uns zwei Kugeln Eis gekauft haben. Das Eis war wirklich lecker. Nach einem weiteren Rundgang sind wir wieder zurück zu unserem Parkplatz gegangen. Abschließend haben wir dann noch eine schöne Metzgerei gefunden, wo wir die regionalen Spezialitäten ansehen konnten. Mit dem Rad sind wir dann nachmittags wieder in die Altstadt von Rogoznica gefahren. An der Promenade haben wir die große Auswahl, welches Lokal sollen wir heute nehmen. Nachdem wir gestern Fisch hatten, haben wir uns dieses Mal für Fleisch entschieden. In dem ersten Restaurant, gleich zu Beginn auf der Insel, sind wir dann eingekehrt und haben uns eine Fleischplatte für zwei Personen bestellt. Auch diese war sehr lecker und wir haben alles mit Genuss gegessen. Am nächsten Morgen, nach einem Frühstück im Apartment, war wieder ein weiterer Erholungstag am Meer angesagt.
Zuerst sind wir noch einkaufen gegangen und haben vom Bäcker eine Kleinigkeit für den Mittagssnack gekauft. Dann ging es runter zum Adria-Strand von Rokoschnitsa. An unserem Platz war es noch ganz ruhig und wir waren die Ersten, die um 10 Uhr am Meer lagen. Die Sonne war wieder warm bei 27, 28 Grad und auch das Wasser war wieder warm genug zum Schwimmen. Nach dem vielen Sonnen habe ich mich doch am Nachmittag zu Fuß auf den Weg gemacht und bin entlang der Küste Richtung Alter Hafen von Rogoschnitsa gegangen. Auch hier gab es zahlreiche schöne Ausblicke auf unsere Küste und unseren Strand. Es kamen immer mehr Gäste und sie genossen ebenfalls das schöne Wasser und das warme Wetter. In der Innenbucht von Rogoschnitsa befindet sich ein kleiner Bootshafen. Hier haben vor allem die heimischen Fischer ihre Boote und auch zahlreiche Apartments bieten Übernachtungen für Gäste hier an. Die Bilder sind einfach sehr schön und es hat mir Spaß gemacht, hier zu filmen. Und an der Adriaküste in Kroatien ist einfach auch das Wasser so klar, dass man jederzeit bis auf den Boden sehen kann. Dies ist besonders schön und lädt natürlich auch zum Schwimmen ein. Danach habe ich mich wieder auf den Rückweg gemacht zu Christoph. Anschließend sind wir mit unseren Rädern wieder nach Rogoschnitsa zum Abendessen gefahren. Diesmal waren wir schon etwas später dran und die Sonne ging langsam unter. Im Restaurant Mario haben wir einen schönen Tisch bekommen und dort haben wir heute wieder eine Fischplatte bestellt. Die Fischplatte war riesig und trotzdem haben wir alles geschafft. Anschließend sind wir gestärkt mit den Rädern wieder zurück Richtung unserem Apartment gefahren. Die Stimmung ist abends in der Altstadt von Rogoschnitsa noch viel schöner, vor allem wenn viele Bäume und Laternen diesen Platz so schön ausleuchten. Und diese Jahreszeit sind leider nicht mehr so viele Gäste unterwegs, aber trotzdem ist es wunderschön hier in Rogoschnitsa. Dies ist der Ende vom Teil 2. Die Fortsetzung folgt. Euer George Antour sagt danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen drücken und Kanal abonnieren.